Willkommen zurück zu Devil May Cry 3. Ich glaube, wir müssen das Custom nochmal vom letzten Mal machen. Ich weiß nicht, ob ihr gerade die Cutscene gesehen habt, weil ich glaube, die war am Ende vom letzten Part noch drin. Deswegen weiß ich nicht. So, von denen habe ich keine mehr. Genau, da hatte ich noch einen gekauft, damit wir uns heilen können. Und die restlichen 10.000 hatte ich hier noch in den... Doch, Actions, aber nicht für den Cerberus, sondern fürs Rebellion, den Stinger Stufe 2 investiert. Genau. So, und jetzt starten wir die Mission. Oha. Die Engel. Und uns führt jetzt der Weg nach oben. Und durch das Feuer kommen wir nicht durch. Aber da haben wir schon eine Tür. Wir kriegen ja hier so einen netten Hinweis, wo wir eigentlich lang müssen. Ich werde jetzt mal ein bisschen hier den Cerberus versuchen. Ich meine, probieren kann man es ja mal. So. Hier gibt es wieder Items zu sammeln. So ein paar Orbs. Wie ich das gerade gemacht habe, fragt mich nicht. Wir kämen hier theoretisch auch schon höher, aber ich glaube nicht wirklich weit. Da ist auch ein Item, da komme ich aber so nicht hin. Gut. Gehen wir den Weg halt nochmal hoch. So. Ja, der erste Part war ein bisschen kürzer, habe ich festgestellt. Das lag halt daran, weil ich noch ein bisschen was schneiden musste mit der Anfangssequenz. Das war ein bisschen doof. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch, oder was? Das ist echt ein... Dante lenkt sich echt stellenweise ein bisschen klumpig. Hier zum Beispiel, da springt er gerade hoch, obwohl ich ihm eigentlich sage, dass er rüberlenken soll. Aber ich glaube, so langsam habe ich raus, wie das funktioniert hier an den Wänden. Gehen wir jetzt einfach hier durch. So. Da kommen sie uns auch gleich wieder entgegen. Aber wirklich eine Chance haben sie nicht. Hinter mir irgendwas? Sah gerade so aus. Da ist was, da kommen wir aber nicht durch. Na komm schon. Na mein Freund. Ja, aber irgendwie, ich finde das... Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich finde das Rebellion... Rebellion? War das das Rebellion? Ich bin gerade komplett raus. Ich glaube ja, das Rebellion finde ich cooler. Oh, da sind schon wieder die Bogenschützen. Ihr erkennt ja, dass diese Statuen hier die Gegner darstellen teilweise. Zumindest diese hier. Die kennt man ja schon. Ja, euch kennt man. Und da fangen sie auch gleich wieder an zu schießen. Hier ist mal wieder die Kameraperspektive super. Oh Gott. Ja, und die schießen nicht gerade sanft. Oh Gott. Okay. Wow. Das reicht jetzt mal. So. Genug der Spielchen. Okay, einer ist zumindest tot. Zwei sind tot, okay. Nee, kann ich dich kaputt hauen. Aber da ist schon wieder der nächste und der schießt wieder auf mich. Nicht sonderlich nett. Wir könnten ja jetzt mal den verbesserten Stinger probieren. Aber ich glaube, hier kriegen wir auch keinen großen Style hin. Ja, ich muss noch ein bisschen hier mit der Steuerung klarkommen. Muss man leider bei Devil May Cry sagen, das ist halt schon eine Nummer älter. So. Ist da noch irgendwo Gegner übrig? Wahrscheinlich hier drüben noch ein Bogenschütz. Sogar zwei. Oh.
Zack, tot. Und da ist auch schon die Tür offen. Aber ich habe verdammt viel Leben verloren. Also hier kann es sein, dass wir mal zwischenzeitlich sterben. The being with the wild of the thunderstorm. I best hold the soul of the steel. Okay. Das ist wahrscheinlich das Ding hier, was wir brauchen. Das ist ja bei so Hack and Slays immer kein großes Rätsel. Es geht meistens relativ linear zu und am Ende muss man irgendwas kaputt machen. Geht hier übrigens auch so. Hier zum Beispiel, weiß ich, ist der Aufzug zu schwer. Also wir könnten den jetzt versuchen hochzufahren, aber es würde nichts bringen, weil diese Statuen hier den Aufzug halt blockiert haben. Und ja, das ist ein Aufzug. Und wir holen uns natürlich hier so viele Orbs wie möglich. Ist ja alles dann für unsere Verbesserung. So. Das ist ja auch bei Hack and Slay meistens so, dass man einfach mal die Inneneinrichtung zerstört, nur um seine paar Upgrades zu kriegen. Aber so ist es halt. So, jetzt gehen wir mal da drauf. Jetzt muss ich aber kurz mal... Ich hoffe, ich habe euch meine Maus ausgeblendet. Ja, jetzt seht ihr es trotzdem. Bisschen dumm. So. Geht halt jetzt nicht anders. Ich musste mich mit meiner Aufnahme ein bisschen gucken. Und schon sind wir hier. Wer eben ganz genau aufgepasst hat, hat schon ein bisschen was gesehen. Und ich meine nicht diese paar netten Gesellen hier. So, Kollege. Na, liebe Freunde der Volksmusik. Ich meine, wow, dass ihr das konnten, wusste ich gar nicht mehr. Aber immerhin haben sie ein bisschen Lebensenergie wieder zurückgegeben. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Weil Lebensenergie können wir echt gut gebrauchen. So, den haben wir, glaube ich. Den hier haben wir auch. Ne, die leben doch noch. So. Na, jetzt habe ich mir das Alright versaut. Ah, und schon sind sie tot. Aber ihr seht da oben das Geblinke. Da müssen wir natürlich jetzt hoch. Ich weiß aber gerade gar nicht. Ach, so ging das. Genau. Und schon haben wir ein weiteres blaues Orbfragment. Ich glaube aber, dass sogar auf der rechten Seite auch noch irgendwo was war. Aber da kommen wir jetzt gerade nicht hin. Das bedeutet, ich habe mich getäuscht, da war gar nichts mehr. Ich sehe mich hier aber trotzdem nochmal ein wenig um. Aha. Es lohnt sich nämlich eigentlich immer, sich noch ein bisschen umzusehen. So, hier ist aber, glaube ich, nichts mehr. Ne. Ja, diese Orbfragmente, die brauchen wir, um unsere Lebensleiste zu verlängern. Und ihr werdet noch merken, das ist hier richtig wichtig. Oh, und da ist schon die nächste Tür, zu der wir hin müssen. Oder auch nicht. Ja, eine Engelsstatue. Und das. Gut, es ergibt sich jetzt noch nicht so richtig, was wir tun sollen. Ja, da komme ich ja auch so hoch. Ich hasse das, dass Dante hier gerne mal springt, wie er lustig ist. So, was ist denn hier hinter? Wir gucken uns jetzt einfach mal um. Oh Gott.
Ja, eine Tür und eine Leiter, die uns natürlich direkt runterfallen lässt. Wer hätte es anders erwartet? Oh, verdammt. Ich glaube, das ist gleich mein Ende. Ja, ich wollte noch ein Item ziehen, aber da war ich zu langsam. Wir machen Continue, komm. So, gerade wieder runter. Muss nämlich sein, sonst kommen wir hier nämlich nicht wieder raus. So, ich glaube, den haben wir schon gesprengt jetzt. Zack. Und weg. Mich getroffen. Hier fängt jetzt die Party erst richtig an. Mir fällt gerade auf, dass ich nicht überziehen darf heute, weil ich noch hier freischalten muss Videos. Für heute, sonst ist nämlich heute, wenn ich das hier aufnehme, mal wieder Verzug. Ich habe zwar ein bisschen Zeit über, aber trotzdem. Oh, wenn ich hier mal eine anständige Kameraführung hätte, Leute. Es wäre so viel einfacher, wenn die Kamera mal richtig mitgehen würde. Aber es tut sie nicht. Es tut sie einfach nicht. Oh oh. Ich muss hier mal ein bisschen auf Abstand. Und schon haben wir alle. Ja, schon, ich weiß. Fängt gut für uns an. Sehr gut sogar. Weil ich jetzt schon wieder halb tot bin. Und hier seht ihr den nächsten Boss für uns. Für den ich jetzt ein bisschen arg angeschlagen bin. Ein riesiger Wurm, der aber eigentlich gar nicht mal so schwer ist. Vor allen Dingen nicht, wenn man seine Knarren ein bisschen verstärkt hat. Das einzige Problem ist, dass er noch so ein paar Tricks kann und dass hier die Kameraführung echt kacke ist. So, warum habe ich mich jetzt hier hinter versteckt? Diese Energiekugeln kann er nämlich auch abschießen. Was dann leider etwas nervig wird. Wie ihr hier auch hört, dass er sie abgeschossen hat. So, wenn er jetzt hier anfängt zu brutzeln, muss man leider sehr schnell weg. Und ich glaube, bei ihm war sogar das Ding hier sehr, sehr gut. Der Cerberus. So, ich sehe mal wieder nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja. Das ist diese tolle Kameraführung mal wieder. Das ist leider etwas, woran Devil May Cry in diesem Spiel sehr, sehr hängt. Nicht nur Dämonen, sondern auch eine Kameraführung aus der Hölle. Aber ihr seht ja, dass sich seine Körperteile immer dunkler verfärben, was auch ein Zeichen für den Schaden ist, den man bereits ausgeteilt hat. Und das Eisding macht hier richtig Schaden. Also, wenn ich nicht sterbe, dann... Wartet mal. Ich ziehe jetzt doch mal hier das Item. Oh Gott, das wird über... Ich überziehe schon wieder, aber ein bisschen Zeit habe ich noch. Halbe Stunde habe ich noch, bis das Video draußen sein muss. So, komm doch her. Jetzt macht er wieder den Dreck. Kamera. Ich möchte einmal eine Kamera, die anständig geführt wird. Aber da bin ich hier leider auf verlorenem Posten. Weil das wird, glaube ich, das restliche Spiel nicht unbedingt besser.
Aber ich bin echt so ein bisschen froh, dass ich hier den Schaden meiner Waffen erhöht habe. Meiner Schusswaffen. Ah, jetzt macht er wieder den Dreck, ne? Ja. Machst du wieder den Dreck? So, bevor er wieder anfängt, hier seinen Elektrokäse zu machen. Gleich mal drauf. Man trifft ihn leider, wie gesagt, relativ schlecht. Ich müsste auf ihn drauf springen. Aber da komme ich jetzt gerade nicht hin. Wow. Da lohnt sich das auf dem Rückweg ein bisschen mehr. Na, wo ist er? Komm schon. So, jetzt. Na, viel gesessen hat es jetzt nicht, aber es hat ihm schon ordentlich Schaden gemacht. Und da kommt mein Freundchen wieder. Warte, den Kopf kann ich gar nicht treffen. Das habe ich noch nie rausgefunden, tatsächlich. Und jetzt beginnt hier Stereoskoplicht. Oh Gott. Grafikbugs. Oder gewollt. Kann ich euch so gar nicht sagen. Aber auf jeden Fall nervig. Und ich muss auch bei dem Spiel hier leider immer so ein bisschen gucken. Oh Gott, ja, weil der Sound. Ich muss mal irgendwie in die Optionen gucken, ob ich da ein bisschen was drehen kann, weil die Cutscenes sind sehr, sehr leise im Vergleich zum Sound. Und da ich euch den Sound leise machen muss, damit ihr mich noch verstehen könnt, ist das immer ein bisschen doof für mich. Och, hör auf mit deinem Dreckstereoskoplicht. Wow, das trifft mich ja sogar. Ich weiß auch nicht, was die also wenn das jetzt Grafikbugs sind, was das für, weshalb da Grafikbugs auftreten. Weil ich spiele das Ganze jetzt nicht, wie ich das gerne mal mache, am Emulator. Ja, schön. Sondern ich spiele das tatsächlich über Steam. Ja, ich kann ihn noch ein bisschen taunten, aber bringt ja auch nichts. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Nein, nicht taunten, Dante. Oh, dann war rechts. Ich muss mal gucken, dass ich das mit den Sticks richtig hinkriege. Vielleicht doch lieber das... Ja, ich weiß halt... Ich kann auch versuchen, damit mal zu kämpfen, aber ich glaube, das bringt noch weniger, ne. So, ich gehe jetzt kurz mal... Ja, hinten in Deckung gehen bringt halt überhaupt nichts, weil man nichts sieht. Ich habe Taunt irgendwie doppelt belegt. Also den Knopf. Also es kann echt sein, dass ich hier gleich den Löffel abgebe. Dann müssen wir den Kampf nochmal machen. Einfach bloß wegen Kameraführung. Tod durch Kameraführung ist ja ein häufig auftretender Tod. Okay, das war selten dämlich von mir, gebe ich zu. Oh ja, jetzt macht er den Scheiß nochmal. Ja, da bin ich auch schon tot. Tod durch Kameraführung. Nee, Leute. Ich muss jetzt Ende machen. Ich habe heute nämlich noch ein bisschen was vor. Ihr lasst mir einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und sagt Tschüss und bis dann. Dann machen wir den Mist eben nochmal. Bis dann, euer Wolf.